Der Konturzug in Vectorworks Interior CAD 2019 GF6 ist um einige nette Features reicher geworden. Wir legen mal so einen Konturzug an, entweder aus einem bestehenden Objekt mit dem schnellen Blitz oder auch direkt. Und Achtung, er ist ziemlich schnell da, er ist also deutlich schneller geworden. Auch wenn man den umformt, ist das Ergebnis hier sofort sichtbar, ziemlich sofort sichtbar. Und das funktioniert auch in größeren Zeichnungen mit vielen Konturzügen. Das freut uns, schneller ist besser. Das zweite, was wir sehen, ist, dass der Fräserradius hier visualisiert wird. Wenn also die Breite sich ändert, dann ändert sich auch der sichtbare Fräserradius mit. Wenn wir einen etwas genaueren Blick in die Objektinfopalette werfen, sehen wir hier eine neue Option, die maschinenabhängigen Einstellungen. Die ist nur da, wenn mindestens eine Maschine konfiguriert und natürlich Vectorworp installiert und freigeschaltet wurde. Machen wir die mal an. Und wir sehen jetzt hier ist Woodworp ausgewählt, das ist meine aktuelle Konfiguration und ich sehe hier meinen Fräser. Das kann man natürlich hier umschalten auch für mehrere Maschinen und dann erscheinen hier nur die installierten Fräser, die in meiner Maschinenkonfiguration für die entsprechende Einstellung vorhanden sind. Dann haben wir oft gehört den Wunsch, dass wenn man so einen Konturzug mehrfach verwenden möchte. Ich mache das mal hier vor, wie es in der aktuellen, in der alten Version war und dann hier so einen Konturzug erzeugt hat. Dann könnte der Wunsch aufkommen, nach einer Mehrfachnutzung, um zum Beispiel so eine Falz zu erzeugen. Das war vorher auch schon möglich, aber man musste eben zwei Konturzüge einsetzen und dann bei Umformaktionen eben auch entweder mit einem Rahmen oder beiden nacheinander umformen. Das geht natürlich schöner und deswegen gibt es jetzt hier eine weitere Option, die Mehrfachnutzung. Wenn ich draufklicke, sehen wir, dass man hier beliebige Fräser aus der Datenbank der konfigurierbaren Fräser hinzufügen kann und mit eigenen Abständen und Tiefen versehen kann, wie übrigens auch Zustellung und Vorschub. Ja, das geht jetzt auch. Und dadurch entsteht hier automatisch die gewünschte Fräskontur und das gewünschte Bearbeitungsergebnis mit nur einem einzigen Konturzug. Übrigens, der Fräserradius hindert uns nicht daran, diesen Konturzug weiterhin mit der Maus umzuformen. Das funktioniert immer noch. Das funktioniert auch bei nicht rechteckigen oder linearen Konturzügen ganz bequem mit der Maus, so wie wir das gewohnt sind. Das ist noch nicht alles. Der Konturzug hat noch eine weitere Neuigkeit zu bieten und die ist insbesondere auch wieder in Bezug auf den Fertigungsrealismus interessant. Wir konnten schon immer Eckausklinkungen, aber jetzt wird auch gleich korrekt visualisiert, wenn der Konturzug die Tiefe des Bauteils hat, dass die Ecken wegfallen. Warum ist das jetzt hier nicht der Fall? Da kann man leicht verwirrt sein, wenn man eine Kante dran hat, dann sollte der Konturzug wirklich tatsächlich bis zum Ende der Kante gehen und dann fällt auch die Ecke raus. Wenn es also nicht gleich funktioniert, einmal kurz an die Kante zoomen und schauen, ob es vielleicht daran liegt, dass er nicht ganz bis zur Kante geht, dann kann er auch natürlich nicht rausfallen. Das sind die Neuerungen zum Konturzug in Vectorworks Interior CAD 2019 GF6.